Okay, I did a story here to determine how good is my German accent is. And that's pretty much it. In a nutshell. Would that be in a nutshell? Yeah, it would. Anyway, this book right here, Wie geht's? That's what I'm going to read to you. And just tell me how good it is and write it down in the little comments down there. Alright, that's good. Okay, starting now. Es war einmal ein Müller. Er war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Eines Tages geschah es, dass er mit dem König sprach. Weil er dem König gefallen wollte, sagte er ihm, ich habe eine hübsche und intelligente Tochter. Sie kann Stroh zu Gold spinnen. Da sprach der König zum Müller, das gefällt mir, wenn deine Tochter so gut ist. Wie du sagst, bring sie morgen in mein Schloss. Ich will sie testen. Am nächsten Tag brachte der Müller seine Tochter auf Schloss. Der König brachte sie in eine Kammer mit viel Stroh und sagte, jetzt fang an zu arbeiten. Wenn du bis morgen früh nicht das ganze Stroh zu Gold gesponnen hast, musst du sterben. Dann schloss er die Kammer zu und die Müllerstochter blieb allein darin. Da das nun das arme Mädchen und weinte, denn sie wusste nicht, wie man Stroh zu Gold spinnt, da öffnete sich plötzlich die Tür. Ein kleines Männchen kam herein und sagte, guten Abend, schöne Müllerstochter. Warum weinst du denn? Ach, antwortete das Mädchen, weil ich Stroh zu Gold spinnen soll. Und ich weiß nicht wie. Was gibst du mir, wenn ich dir helfe? Fragte das Männchen. Meine goldene Kette, antwortete das Mädchen. Das Mädchen nahm die Goldkette, setzte sich an die Spannrad und spann bis zum Morgen das ganze Stroh zu Gold. Bei Sonnenaufgang kam der König. Er freute sich, als er das viele Gold sah, denn das hatte er nicht erwartet. Dann brachte er sie sofort in eine andere Kammer, wo noch viel mehr Stroh lag. Er befahl ihr, auch das Stroh in einer Nacht zu Gold zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb war. Wieder weinte das Mädchen und wieder öffnete sich die Tür und das Mädchen, kam er herein. Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Fragte es. Meinen Ring von Finger, antwortete das Mädchen. Wieder setzte sich dann Mädchen ans Spannrad und spann das Stroh zu Gold. Der König freute sich sehr, aber er hatte immer noch nicht genug. Nun brachte er die Müllerstochter in eine dritte Kammer, wo noch sehr viel mehr Stroh lag und sprach, wenn du mir dieses Stroh auch noch zu Gold spinnst, errate ich dich morgen. Dabei dachte er sich, wenn ich auch nur eine Müllerstochter ist, so reiche Frau finde ich ganze Welt nicht. And I just bit my tongue. Ow! I think I'm reading too fast. It's kind of messed up my accent a little bit, so I'm gonna read a little slower. Als das Mädchen allein war, kam das Frau, finde ich in der ganzen Welt nicht. Als das Mädchen allein war, kam das Männchen zum dritten Mal. Es sagte wieder, was gibst du mir, wenn ich dir Mädchen zum dritten Mal? Wenn ich dir noch einmal das Stroh spinne?
Die Müllschachtel aber hatte nichts mehr, was sie ihm geben könnte. Dann versprich mir dein erstes Kind, wenn du Königin bist, sagte das Mädchen. Die Müllschachtel wusste nicht, was sie sollte und sagte ja. Am nächsten Morgen heiratete sie den König und wurde Königin. Oh, Queen. I guess it means Queen. Yeah. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt. Sie hatte aber das Mädchen schon lange vergessen. Da stand es aber plötzlich in ihre Kammer und sagte, gib mir das Kind, wie du es mir versprochen hast. Die Königin bekam Angst und versprach dem Mädchen das ganze Gold im Königreich, wenn es ihr das Kind lassen wollte. Aber das Mädchen sagte, nein, etwas Lebendes ist mir wichtiger als alles Gold in der Welt. Da fing die Königin an zu weinen, dass das Mädchen Mitleid bekam. Na gut, sagte es, du hast 3 Tage Zeit. Wenn du deshalb meinen Namen weißt, darfst du das Kind behalten. I should have practiced this before I did this video. Oh well. Lass mal Platz hier. Oh ja, ja. Nun tachte die Königin die ganze Nacht und Namen und sie schickte einen Boten über Land. Er sollte fragen, was es sonst noch für Namen gab. Am ersten Abend, als das Mädchen... Mädchen. Kam fing die Königin an mit Kasper, Melchior, Balthasar. Wait a minute. These are their names from Chrono Trigger, the game. Who knew that that's what the stories came from? Or vice versa. Let's press here again. Aber bei jedem Namen lachte das Mädchen und sagte, nein, so heiß ich nicht. Am nächsten Tag fragte man die Leute in der Nachbarschaft nach Namen. Am Abend sagte die Königin dem Mädchen viele komische Namen wie Rittenbiest und Hammelbein. Aber es erwartete immer, nein, so heiß es nicht. Am dritten Tag kam der Bote zurück und erzählte, ich bin bis an die Grenzen des Königreichs gegangen und niemand konnte mir neue Namen nennen. Aber auf dem Rückweg kam ich in einen Wald. Da sah ich ein kleines Häuschen, can say it very good, mit einem Feuer davor. Um das Feuer sprang ein komisches Männchen, es hüpfte auf einem Bein und schrie, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Die Königin war natürlich sehr froh, als sie das hörte. Am Abend fragte sie das Mädchen zuerst. Heißt du vielleicht Hund? Nein. Heißt du vielleicht Heinz? Nein. Heißt du vielleicht Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Mädchen und stampfte mit den rechten Fuß so auf den Boden, dass es bis zum Körper darin versank. Dann packte es den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst in Stücke. Das Ende. So, yeah, that was really long. Anyway, tell me what you think, and tell me if it's good, bad, or okay. Give me like a scale of 1 to 10. 1 from being really bad, 10 from being excellent. Yeah.